Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist und lebt, sei allezeit mit euch. Preist unseren Gott, alle, die ihn fürchten, klein und groß, denn gekommen ist die Rettung und die Macht und die Herrschaft seines Gesalbten. Halleluja. Wir wollen dem Herrn danken, ihn loben und preisen für all das, was geschehen ist durch seinen Tod, durch sein Sterben, dadurch, dass er die Traurigkeit der Welt hinwegnehmen will und auch immer noch nehmen will und kann. Wir wollen ihm danken für all die Früchte, die entstanden sind durch sein Leiden, Sterben und durch seine Auferstehung. Und heute feiern wir einen ganz besonderen, einen ganz großen Heiligen, den Heiligen Louis Grignon de Montfort. Er war ein sehr großer Muttergottesverehrer. Man könnte fast sagen, er wäre so wie Johannes gewesen, der ganz nah am Herzen Jesu war und der auch Maria ganz zu sich genommen hat und uns einen Weg gezeigt hat und zeigt, wie wir mit Maria und durch Maria viel schneller noch zu Jesus kommen können. Wir wollen uns jetzt vorbereiten auf diese Begegnung mit Jesus und unser Herz öffnen, von ihm reinigen lassen. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Nachlass, Vergebung, Verzeihung unserer Sünden schenke uns der allmächtige Herr, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Lasset uns beten. Herr unser Gott, du öffnest dein Reich allen, die aus dem Wasser und dem Heiligen Geist wiedergeboren sind. Stärke in uns das Leben der Gnade, damit wir von Schuld frei bleiben und die Herrlichkeit erlangen, die du uns verheißen hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Stephanus sagte zu dem Volk und den Ältesten der Schriftgelehrten, ihr Halsstarrigen, ihr, die ihr euch mit Herz und Ohr immerzu dem Heiligen Geist widersetzt, eure Väter schon und nun auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Sie haben die getötet, die die Ankunft des Gerechten geweissagt haben, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid. Ihr, die ihr durch die Anordnung von Engeln das Gesetz empfangen, es aber nicht gehalten habt. Als sie das hörten, waren sie aufs Äußerste über ihn empört und knirschten mit den Zähnen. Er aber, erfüllt vom Heiligen Geist, blickte zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen und rief, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Da erhoben sie ein lautes Geschrei, hielten sich die Ohren zu, stürmten gemeinsam auf ihn los, trieben ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. So steinigten sie Stephanus. Er aber betete und rief, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Dann sank er in die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Nach diesen Worten starb er. Saulus aber war mit dem Mord einverstanden. Wort des lebendigen Gottes. Herr, in deine Hände lege ich meinen Geist. Herr, in deine Hände lege ich meinen Geist.
Sei mir ein schützender Fels, eine feste Burg, die mich rettet, denn du bist mein Fels und meine Burg. Um deines Namens willen wirst du mich führen und leiten. Herr, in deine Hände lege ich meinen Geist. In deine Hände lege ich voll Vertrauen meinen Geist. Du hast mich erlöst, du treuer Gott. Ich verlasse mich auf den Herrn. Ich will jubeln und über seine Huld mich freuen. Herr, in deine Hände lege ich meinen Geist. Lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht. Hilf mir in deiner Güte. Du beschirmst sie im Schutz deines Angesichts vor dem Toben der Menschen. Herr, in deine Hände lege ich meinen Geist. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Die Menge sagte zu Jesus, welches Zeichen tust du, damit wir es sehen und dir glauben? Was tust du? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen, wie es in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus sagte zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Da baten sie ihn, Herr, gib uns immer dieses Brot. Jesus antwortete ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Liebe Brüder und Schwestern, am Anfang meines, sagen wir, erneuerten Glaubensweges mit 15 Jahren und dann später 16, 17, habe ich immer mehr Personen kennengelernt, die an Gott geglaubt haben, die aber auch eine ganz besondere Frömmigkeit hatten. Und das war schon erstaunlich, wie viele verschiedene Formen von Frömmigkeiten Menschen erleben können und leben können. Und damals war mir manches dann zu süßlich, es war mir zu fromm. Ich kannte nur Jesus und den Heiligen Geist. Und das war schon sehr, sehr viel. Und das hat mir vollends, sagen wir mal, gereicht und auch viel gedient. Und ich kann mich erinnern, wie ich da saß mit meiner kleinen Bibel zwischen dem Bettfuß und dem Schrank in meinem Schlafzimmer. Ich habe die Bibel versucht zu lesen, zu verstehen, habe gelesen wie ein Weltmeister, habe mich dann auch in den Garten, in die Natur gesetzt, unter den Baum. Ich habe gelesen und ich habe fast nichts verstanden. Und nach habe ich mehr verstanden durch die Kraft des Heiligen Geistes, der mir auf einmal, der in mir erneuert wurde. Aber ich habe später auch noch vieles andere mehr verstanden, was ich vielleicht aufgrund meines Alters noch nicht verstehen konnte. So gab es eine Bekannte von unserer Mutter. Und sie war sehr, sehr fest mit Maria verbunden. Und wenn bei mir jedes so vielte Wort Jesus war, dann war bei ihr so, das so vielte Wort immer wieder Maria, Maria, Maria. Und ich konnte das nicht wirklich verstehen, bis viel, viel später ich einen älteren Priester begegnet bin. Der war für mich wirklich ein
geistlicher Begleitung und viele von seinen Sätzen, die er mir gesagt hat, die haben mich geprägt. Ich gebe euch jetzt ein Beispiel von dem. Denn er hat sich viel Zeit genommen, ich konnte austauschen, beichten und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, das muss ich noch besser tun, das kann man noch so. Dann hat er zu mir gesagt, Franz, das Bessere ist ein Feind des Guten. Zuerst habe ich nicht verstanden. Das Gute ist schon gut und alles, was wir dann versuchen, besser zu tun, das schleicht sich sehr, sehr schnell auch Stolz ein oder kann sich sehr schnell einschleichen. Das war eine von seinen Weisheiten. Und eines Tages, wahrscheinlich hat er gespürt, dass ich dann bereit war, einen Schritt weiter zu tun, hat er mir dieses Büchlein geschenkt. Und ich bewahre es auf wie einen Schatz. Und es ist das goldene Buch, wo dann Abhandlungen drin sind vom heiligen Ludwig Grignon de Marie de Grignon de Montfort. Entschuldigung. Er hat einen langen Namen, aber er hat auch viel zu sagen, dieser Mann. Und irgendwann in den Ferien in den Bergen habe ich dann gelesen, seine Abhandlung über die vollkommene Hingabe an Maria. Und diese vollkommene Hingabe an Maria hat mir noch einen weiteren Zugang zu Jesus, ja, und auch zum Heiligen Geist gegeben. Beides ist nicht ausschließend exklusiv, es führt noch stärker, mit Maria kommen wir noch stärker zu Jesus. Und ich möchte euch jetzt eine Sache sagen, mitteilen und austauschen, den der heilige Grignon de Montfort aufgreift, kommt aber vom heiligen Augustinus. Und er sagt, wenn ein Künstler eine Statue machen möchte, dann hat er zwei Möglichkeiten. Zu der damaligen Zeit war es dann so. Er hat einen schönen Marmorblock und dann hämmert er daran, hämmert und so weiter. Und die Statue wird sehr schön, er tut das mit viel Sorgfalt. Aber ein falscher Schlag, vielleicht weil er erschrocken wurde, irgendetwas passiert ist und schon ist die Statue verdorben und er muss von Neuem beginnen. Augustinus sagt dann, es gibt einen anderen Weg. Man nimmt eine wertvolle Materie, zum Beispiel Gold, und schmelzt dieses Gold. Man fertigt eine Form an, eine Gussform, und die Gussform fertigt man einmal an und dann gießt man dieses geschmolzene, dieses heiße Gold in die Gussform und dann kommt eine perfekte Statue heraus. Vorteil ist dieser. Diese Gussform kann man einmal, zweimal, dreimal, kann man immer wieder gebrauchen und immer wieder kommt eine perfekte Statue heraus. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Grignon de Montfort sagt, und Augustinus sagen, Maria ist die perfekte Gussform. Das ist vielleicht ein bisschen grob am Anfang. Aber in ihr wurde Jesus geformt, in ihrem Schoß wurde Jesus geformt. Aber nicht nur in ihrem Schoß wurde Jesus geformt, auch später als Kind in Nazareth hat Maria, war Maria da, hat ihn gelernt zu reden, zu sprechen, sich auszudrücken. Vieles hat sie Jesus gelehrt und vieles aus den Heiligen Schriften erzählt und mit ihm gebetet. Und so hat Maria eine wunderbare Aufgabe übernommen, zusammen mit Josef selbstverständlich. Den dürfen wir da nicht unterschätzen. Und die beiden haben Jesus geformt. Und dann sagt der heilige Augustinus und Grignon sagen, und so können wir auch in Maria und bei Maria, an ihrem Herzen können wir geformt werden, wenn wir uns ihr ganz anvertrauen. In Wirklichkeit könnten wir sagen, ja, ich bin aber ein Marmorblock, ich bin so und ich bin schön und so weiter, ich bin fertig. Liebe Brüder und Schwestern, meine Erfahrung, ich spreche jetzt für mich, meine Erfahrung ist die, dass ich noch voll in Entwicklung bin. Und vielleicht ist das ein Trost für manch anderen, der sagt, aha, sogar ein Priester ist auch noch in Entwicklung. Also, ich bin noch voll in Entwicklung und ich hoffe, dass ich entwicklungsfähig bleibe, dass der Heilige Geist mir dazu auch immer wieder mich da überzeugt und dass ich nicht einschlafe dabei oder meine, jetzt bin ich perfekt. Aber am Herzen
von Maria werde ich geformt, in meinem Glauben, in meiner Hoffnung, in meiner Liebe. Am Herzen Mariens werde ich auch geformt als Christ, wie ich als Christ lebe. Und wenn ich Entscheidungen zu treffen habe, und jeder hat ja Entscheidungen zu treffen, du auch, es gibt, man kann sagen, in diesem Prozess von Entscheidung, was würde Jesus tun? Manchmal kommt auf den Schlag die Antwort, ja, Jesus würde so und so. Und dann kann man auch so entscheiden. Aber manchmal bin ich stecken geblieben, ich weiß auch nicht warum. Und dann habe ich, ich sage das jetzt ein bisschen im Spaß, dann habe ich gesagt, Jesus, wenn du nicht mit mir sprichst, dann sage ich es deiner Mutter. Und ich habe dann auch Maria gefragt und sehr, sehr schnell kam Antwort. Sehr, sehr schnell kam auch Inspiration. Und so manche Predigt ist entstanden, wenn ich das Evangelium versucht habe zu lesen mit den Augen Marias. Maria, wie siehst du das? Und dann wurde auf einmal alles viel einfacher. Warum? Ja, weil Maria mit dem Herzen bei Jesus geblieben ist und weil Maria Jesus weit in ihrem Herzen getragen hat. Und so blieb sie in Verbindung mit ihm durch Liebe. Und so können wir auch am Herzen Marias Jesus noch ein Stück weiter und besser verstehen. Hab keine Angst, sagt im Traum der Engel zu Josef, Maria zu dir zu nehmen. Und sag nicht, oh, das ist mir zu süßlich, das ist mir zu fromm, das ist nicht biblisch. Es steht in deiner Bibel, in meiner auch. Hab keine Angst, Maria zu dir zu nehmen. Das tut Jesus ganz zum Schluss am Kreuz, sagt er, das ist deine Mutter, das ist dein Sohn. Sollten wir dieses Geschenk, das Jesus uns anvertraut und das er seiner Mutter auch machen möchte, sollten wir dieses Geschenk nicht annehmen? Das würde ich dann sagen, wenn wir es nicht tun, dann sind wir echt stolz und wir sind auch ein Stück weit verstockt. Es braucht Einfachheit, um das zu tun. Und so wollen wir uns in unserem Leben auch Maria anvertrauen. Und sie wird uns mit Sicherheit auf einem guten Weg und ganz sicher auch zum Herzen Jesu und er wird uns zum Herzen des Vaters führen. Und der Herr möge uns segnen, dass wir mit Freude auf diesen Weg auch mit Maria gehen. Herr, erfülle uns mit der Kraft des Heiligen Geistes, dass wir mit Maria und auch durch sie noch stärker und besser Jesus verstehen können. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten zu Christus, der zur Herrlichkeit des neuen Lebens erstanden ist. Du Licht, das nicht vergeht, Herr Jesus Christus, du Licht der Welt, nimm unser Lob, das wir dir weihen, an. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir bitten für alle Gläubigen, dass sie den Glauben bewahren. Christus, höre uns. Wir bitten dich für die Bischöfe, Priester und Diakone, dass sie in Freude die Osterbotschaft verkünden. Christus, höre uns. Wir bitten für alle Lehrer des Glaubens in der Kirche, dass sie an deiner Wahrheit festhalten. Christus, höre uns. Wir bitten dich für unsere Verstorbenen, lass ihnen das Licht deiner Herrlichkeit leuchten. Christus, höre uns. Wir bitten für alle, die in der Forschung sind, auch in der medizinischen Forschung, um zu helfen, die Pandemie des Coronavirus zu beenden. Christus, höre uns. Herr unser Gott, du öffnest dein Reich allen, die aus dem Wasser und dem Heiligen Geist wiedergeboren sind. Stärke in uns das Leben der Gnade, damit wir von Schuld frei bleiben und die Herrlichkeit erlangen, die du uns verheißen hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot und die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns zum Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Wie dieses Wasser sich mit Wein verbindet zum heiligen Zeichen, so lasst uns dieser Kelch teilhaben an der Gottheit Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns zum Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Herr, wasche ab meine Schuld von all meinen Sünden, mache mich rein. Lasset uns nun beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme, zu seinem Lob und zum Heil der ganzen Welt. Allmächtiger Gott, nimm die Gaben an, die deine Kirche dir in österlicher Freude darbringt. Du hast dir Grund gegeben zu solchem Jubel. Erhalte ihr die Freude bis zur Vollendung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Er bringt sich dir allzeit für uns dar und steht vor dir als unser Anwalt. Denn einmal geopfert stirbt er nicht wieder, sondern lebt auf ewig als das Lamm, das geschlachtet ist. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis ancelia terra, gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, der verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden.
Tu dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude, Weihbischof Leo, unseren Priestern und Diakonen, mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen, bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort. So wird meine Seele gesund.
Sind wir mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Halleluja. Lasset uns. Ewiger Gott, du hast uns durch die Ostergeheimnisse erneuert. Wende dich uns voll Güte zu und bleibe bei uns mit deiner Huld, bis wir mit verklärtem Leib zum unvergänglichen Leben auferstehen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit uns. Segne, behüte, bewahre uns in seiner Liebe, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Gehet hin in Frieden. Wir wollen Maria jetzt zusammen grüßen. Wir beten einfach das Gebet, das die Christenheit über Jahrhunderte betet und das millionenfach wir der Mutter Gottes, unserer Mutter, der Mutter Jesu, geschenkt wird. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Maria mit dem Kinderlieb uns allen deinen Segen gib. Amen. Uns allen einen gesegneten Tag in der Liebe des auferstandenen Herrn Jesus Christus und seiner Mutter Maria.